Ja Leute, willkommen zurück zu Suburban Mysteries. Mit mir, dem Amras und... mit mir, der Noro. Hallo. So ist das. Ja, jetzt? Jetzt geht's weiter bei Suburban Mysteries. Cool. Und du bedienst die Maus. Ja, heute bediene ich die Maus, weil ich sonst so Kacke am Tisch hänge. Genau. Und Kacke sagt man nie. Und ich bin jetzt auf meinem eigenen Kanal bei einem Let's Play total hilflos, weil ich keine Maus habe. Ich kann nur... So, wo waren wir denn zuletzt? Wo bist du denn? Da waren wir doch gar nicht. Aber ich bin einfach in so einem Wimmelbild. Da waren wir schon. Das haben wir schon gemacht. Da waren wir doch schon. Ja. Ja, ich bin in meinem eigenen Projekt total hilflos. Ich kann nur Escape drücken. Wenn mir alles nicht gefällt, dann drücke ich Escape, dann sind wir raus. Dabei hat er eigentlich von Anfang an gesagt, dass ich an die Maus soll. Und dann hat er sich aber doch die Maus gleich geschnappt. Macht der Gewohnheit. Da oben konnten wir nicht hin wegen der Schere. Ich glaube, hier hatten wir tatsächlich schon alles, weil wir unten im Wasser noch irgendwas entdeckt hatten. Das hatte ich ausgestellt. Unten war noch irgendwo ein Wimmelbild oder so. Ja, in der Kiste. Ja. Kann man hier nicht irgendwo noch wieder rauf? Da. Ja, da. So. Oh, was ist da? Haben wir schon irgendwo einen Code gefunden? Nicht, dass ich wüsste, guck mal im Tagebuch. Ja, wollte ich auch gerade machen. Was bedeutet das? Ist das eine Drohung? Bestimmt nicht. Das war noch oben. Ja. Wir haben hier unten noch nichts weiter gefunden. Oh, eine Kiste. Ich brauche einen Schlüssel für diese Kiste. Haben wir nicht einen Schlüssel gefunden in der letzten Folge? Ich muss den anklicken, genau. Ah. Top, ein Zahnrad. Ui, jetzt haben wir schon drei. Brauchen wir nicht nur drei? Vier, offen, da steht's ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Klingt auch so ein bisschen wie R2-D2. Ha! Hä? Ich weiß, wenn ich weiß, ist uns... Aha! Was hast du denn da jetzt reingemacht? Ich habe die Lochkarte über dieses Dings gesetzt. Wo haben wir denn die Lochkarte her? Die haben wir letzte Runde irgendwo gefunden. Ist übrigens eine neue Aufnahmesession, also ich weiß von nix. Und jetzt müssen wir irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was. Okay, warte mal. War das das Muster? Nee, das ja, war ja. Doch, nee. Wir müssen jetzt wahrscheinlich... Glück haben und die richtige Karte zu den richtigen Muster finden. Ne, wir müssen uns merken, wo die Muster sind. Ja. Oh Gott, das ist ja, das ist ja Hemori 2.0. Irgendwie schon. War das das? Nee. Weiß ich nicht. War das das? Nee, nicht ganz. Schade eigentlich. Boah, ich komme gerade gar nicht klar auf das Zeug. Oh, es sind auch so viele. Ich weiß die schon gar nicht mehr. Wow. Das war die richtige. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Vor allem, es ändert sich auch jedes Mal. Nein. Das war, glaube ich, das da. Passt. Fast. Schade. Eieiei. Ich bin raus. Das hatten wir eben. Jetzt haben wir nochmal dasselbe. Aber hatten wir das schon mal auf der Karte? Oh Gott. Nö. Ich kann mich jetzt schon überhaupt nicht mehr an die Muster erinnern. Das sind viel zu viele. Das war das doch, oder? Ja. Puh. Vielleicht müssen wir immer dieselbe aufdecken, so lange bis sie kommt. Das ist ja auch langweilig. Ja, natürlich. War das eine von den beiden, die da? Nein, immer noch nicht. Ich habe echt keinen Plan. Ich kann mir die Muster echt nicht merken. Wow. Aber das hatten wir noch nicht. Das wusste ich auch so ein bisschen. Das war fast richtig. Und das ist immer noch nicht die. Das ist immer noch nicht die. Und die auch nicht. Oh, wo ist denn diese Karte? Die auch nicht. Da ist sie. Da ist sie. Uhu. Schön. Fürs nächste Mal weiß ich es. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die ist. Das war nicht. Nee, nicht ganz. Ey, ich kann mir diese Schon Muster. Wieder die. Ich kann mir diese Muster wirklich das nicht Das ist mehr. Die. Das ist die, ja, stimmt. Yay! Uhu. Glück, Glück. Und das war die. Yay. Fehlen nur noch 5. Ne, das war unten die. Ja? Ja. Aber war das gerade die? Keine Ahnung, ich habe nicht hingeguckt. Ach, ja, war's. Sehr gut. Läuft. Läuft fast wie geplant. Unten. War das die? Ja. Gut. Rechts. War das die? Rechts oben. Sehr gut. Ja, unten. Nein, doch die. Puh. Jetzt hätte ich mich ja fast blamiert. Wow, das war übel. Das war echt ein bisschen fies. So Punktmuster merken ist anscheinend nicht so meins. Und das vierte Zahnrad. Sehr gut, jetzt haben wir schon mal alles für dieses Rätsel. Mehr war hier nicht. Nee, jetzt können wir erstmal das Zahnrad-Rätsel machen. Da haben wir ja alles.
Das ist und jenes. Und jetzt? Jetzt müssen wir sie da reinsetzen, sodass ein Mechanismus entsteht. Ach, du grüne Neune. Und was muss dieser Mechanismus am Ende können? Keine Ahnung, aber da in da würde ich erstmal das kleine Zahnrad. Nee, daneben. Nein, das kleine anklicken. Ich will die immer rüberziehen. Und dahin machen. Ja, genau. Das ist das Einzige, was Sinn macht, damit sie es dreht. Aber die greifen ja überhaupt nicht ineinander. Natürlich greifen die ineinander. Kritisiere dieses Spiel bitte nicht. Ja, jetzt ist aber die Frage, was uns das bringt. Na, die sehen ja ganz anders aus, weißt du? So. Ja. Das funktioniert so nicht. Ja, den Riemen dran, genau. Ja, und der Hebel bestimmt irgendwo oben hin, dass wir da irgendwas... Nee. Wofür den Hebel dann machen? Dort vielleicht? Ja, da vielleicht. Ja, das meinte ich ja, dass wir da irgendwas einstellen können oder so. Ja. Ja. Der Hebel ist zu verrostet. Ich muss etwas Öl finden. Oh, wie mache ich hier sonst was für einen Mechanismus? Baue ich hier zusammen? So, hier in dem Bild ist jetzt aber kein Öl, oder? Das muss ich jetzt erstmal raus. Ich hoffe, das ist Wasser und kein Öl. Ja. Ja, das speichert er. Das wäre noch schöner. Oh, okay. Ich dachte, da würde was im Wasser schwimmen. Du glaubst doch nicht, dass hier einfach ein Fläschchen Öl rumschwimmt. Meinst du, das wäre zu einfach? Das wäre zu einfach. Ach, das Mann. Das kriegen wir bestimmt in irgendeinem Wimmelbild. Pass mal auf. Ja. Aber im Raum davor, weil hier, denke ich, ist nichts mehr. Aber das sieht fast aus wie ein Fläschchen. Das, ja, da. Das ist nur leider nicht für uns gedacht. Aber einen Zahlencode haben wir immer noch keinen bekommen. Sieht nicht gut aus. Nee, das sah eben schon genauso aus davor. Nee, da habe ich ja das angeklickt. Ja, das sah trotzdem genauso aus. Was ist das für ein... Sieht ein bisschen gruselig aus. Da stehen die Stiefel auch, als wäre hier überhaupt kein Wasser. Da ein Riss. Hau mal drauf. Geh mal zurück, ob wir vielleicht irgendwas noch drin... Nee, weil wir haben ja bloß noch die Mensa. Und mit der Zange kannst du da auch nichts machen, oder? Das ist doch angebrochenes Gedöns. Wieso kann ich das nicht kaputt hauen? Weil das so von der Programmierung nicht vorgesehen ist. Ist doch klar. Habe ich vielleicht die falsche Stelle getroffen? Nee, geht wirklich nicht. Nee, das ist, glaube ich, egal. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich einen Hammer oder sowas? Ob wir nochmal in die Wimmelbilder rein müssen? Wir haben es ja schon mal verkackt. Ja, stimmt. Also vielleicht irgendwas so ein... Erscheint dann eigentlich eine Hand? Du hattest es ja immer noch mal gefunden. Eine Hand oder ein Zahnrad, irgendwas, ich weiß es nicht genau. Das war auf dem einen Wimmelbild auch eher Zufall. Da rechts ist ein Hammer. Klick da mal drauf. Geht nicht. Ja, das war eher Zufall, dass ich den... ich habe den einfach angeklickt, ohne zu gucken, ob da eine Hand drüber ist. Fahr noch mal ein Stück runter und rechts. Geh noch mal nach rechts. Das andere rechts. Okay. Ich fühle mich gemobbt. Quatsch. Nee. Raus hier. Komm, dieses wilde Rumgeklicke bringt nichts. Das sagt jetzt sehr viel. Genau. Viele im letzten Flugzeug. Ja. Können wir hier hat vielleicht ja noch? Gebracht. Nee, hier brauchen wir irgendwie Handschuhe. Das wäre auch zu einfach, die Scheibe einfach rauszuschlagen. Richtig. So wie man es in jedem guten oder auch schlechten Film sieht. Da musste ich mich räuspern. Das könnte übrigens noch öfter vorkommen. Ich habe einen ziemlichen Frosch im Hals, den ganzen lieben langen Tag schon. Das Öl. Ha, ha, ha. Und da war eine Hand. Die Frage ist, ob sich die Ölkanne, ob das jetzt erst freigeschaltet wurde, dass wir die Ölkanne nehmen können. Das kann gut sein. Weil vorher habe ich die nämlich, meine ich, angeklickt, als wir nach der Lochkarte oder was auch immer in diesem Ölfilter war, gesucht haben. Ich meine auch, dass sich das jetzt erst also ergeben hat. Yeah, voll gekleistert. Und nun? Nun wird Wasser abgepumpt. Praktisch, dass da eine Pumpe an diesem Stück. Starting to feel like a rat in a maze. Does this guy want to kill me? Diese Realbilder passen da einfach so gar nicht rein. Ansonsten ist das Spiel echt nicht schlecht. Gibt's hier jetzt noch was? Es hat geblinkt. Ja. Genau. Sind da irgendwo Handschuhe oder sowas? Nee.
Nicht so richtig. Da war gerade was? Nee, das ist nur der Fall noch. Achso, okay. Den Hammer kann ich auch nicht mitnehmen, leider. Geh mal raus. Wusste ich nicht, was hier noch sein sollte. Das hat man geblinkt. Einfach so. Vielleicht ist das so. Guck mal, ein Kabel. Ja. Oh, das brauchen wir bestimmt für das Haus, um das Licht anzumachen. Das kann sein. Ich glaube, wenn wir den. Der Raum ist jetzt quasi neu, weil das Wasser weg ist und darum blinkt alles nochmal, was wir irgendwie anklicken konnten oder können. Ja. Oh. Toll. Nächste Puppe. Vielversprechend. Metallstreifen. Wofür wir die wohl wieder brauchen? 5 Stück. Oh, und wir haben auch erst ein von 2 Kabeln, sehe ich gerade. Ach, tatsächlich. 1 von 2 ist richtig. Nix 1 von 2. Oh, ein neues Wimmelbild? Nein, nee, das hatten wir schon. Die stimmt, Puppe, die blitzelt. Mit der gruseligen Puppe. können wir hier nochmal irgendwas Neues mitgeben lassen? Nee. Ich sehe zumindest auf den ersten Blick nichts, was uns irgendwie aktuell helfen könnte. So, Zahlencode haben wir auch noch nicht. Ach, guck mal, das ist jetzt offen. Hier entferne ich die Ziegel. Diesmal. Ach, jetzt darf ich. Großartig. Warum mussten wir... Na gut, wir mussten erst das Wasser ablassen. Das ist irgendwie gar nicht mal so unnötig. Das sind aber die fehlenden Zahlen. Sind das jetzt alle? Das sind alle. Ich glaube, 3 haben uns noch gefehlt. Ja. Ah, und das ist jetzt für die linke beiden Schloss, Türen. Rechtes Schloss, genau. Oh, da muss ich klicken. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die... Ich mache lieber erst das rechte auf. Ja, das andere geht auch gar nicht auf gerade. Wieso nicht? Weil du es nie anklicken kannst, glaube ich. Doch, weil da so komischer Rauch rauskommt. Der kam doch eben noch nicht raus. Da kam das schon die ganze Zeit raus. Das sah schon die ganze Zeit wirklich aus. Das kann überhaupt nicht sein. Natürlich nicht. So, rechtes Schloss. 8512. Machen wir das erstmal. 8512. Enter. Nein, da unten ist doch Enter. Kennst du denn das Zeichen für Enter? Ich hab's echt nicht gesehen. Ach, das rote Symbol soll ein geschlossenes Schloss sein. Mhm. Da ist ein Skelett. Oh, wie vielversprechend. Und ein Gehirn. Da hat irgendwas geblinkt. Ja, das ist okay, immer, dass wir zurück können. Ja. Igitt ist das. Das ist eklig. Ich brauche etwas, mit dem ich das Stück Papier herausbekomme. Warum nicht einfach auskippen? Den ganzen Schmodder. Was ist das eigentlich? Ich glaube, ich will es gar nicht so genau wissen. Was ist das? Oh, ein Wimmelbild. Ui, mit ganz viel zum Freiräumen. 5 gelben. Wir brauchen eine Spritze, einen Pinsel. Diesmal findest du mehr, weil ich klicken muss. Ein Ahorn. Das bezweifle ich stark. Ein Ahornflieger. Rechts ist eine Spritze. Rechts. Rechts? Das andere rechts. Ja, jetzt ist mir aber gerade schon eingefallen. Zahnersatz finde ich gut. Da. Schade. Büroklammer, Fingerhut, Bleistift. Zugwaage, Manometer, Reißzwecke. Das ist ein Manometer. Ah, okay. Reißzwecke, Schraubenschlüssel und eine Pipette. Ist jetzt für euch doof. Ich sage immer da ist und da ist, aber ihr seht gar nicht, wo ich hinzeige. Ja gut, aber da gehe ich ja mit der Maus hin. Ja, meistens. Wie meistens? Pü. 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 Ist das unten ein Pinsel? Nee, da habe ich doch vorhin schon drauf geklickt. Willst du mich verarschen? Das Spiel mag mich. Ja, ich glaube auch. Da ist ein Bleistift. Jo. Reißzwecke. Zugwaage müssen wir erst freiräumen. Die Reißzwecke. Hat er eine Reißzwecke in seiner Schläfe? Nee. Nee. Oh, guck mal, das ist so ein Metallstift. Den kriegen wir bestimmt, oder? Da können wir was machen. Das kann gut sein. ist das da? Nee. Das war ein Ikea-Imbusschlüssel, den du gerade angekommen hast. Ja, das da. Und das ist ein Nagelknipser. Und jetzt müssen wir noch irgendwie was öffnen. Wir können bestimmt irgendwie den Kopf öffnen. Vielleicht hier können wir. Kann ich schon mal das Paket irgendwie. Mit der Schere bestimmt. Nee. Wir müssen vielleicht über dem Kopf erstmal aufräumen oder so. Können wir da irgendwas anklicken? Ja, guck mal, hier kann ich was anklicken. Deswegen hätte ich gedacht mit der Schere, aber das geht nicht. Mit der Zange auch nicht. Kannst du oben mit dem Schloss was machen? Oben links? Links? Das da? Nee. Wenn die Schnecke am Rand angekommen ist, dann haben wir verloren. Schnecke tot. Ich kann nur... Das Knackgeräusch vom Häuschen hat gefehlt. Oh.
Oh, sei doch nicht so arm, kleine Schnecke. Irgendwas müssen wir mit dem Kopf machen. Das steht ja mal meiner Meinung nach außer Frage. Bestimmt wieder aufklappen. Oder so, können wir im Auge irgendwas rumklicken? Wieso hat er eigentlich Pillen im Kopf? Und ein Schneckenhäuschen. Achso, ich dachte, das wäre ein Knopf. Nee, auf der anderen Seite. Achso, natürlich. Kannst du dieses Metallding darunter nehmen? Nee. Müsste dann nicht auch sich die Hand müssen, also der Mauszeiger ändern? Ich glaube ja, der müsste sich zum Zahnrad ändern. Irgendwas muss... Klick mal auf das Seil. Kannst du auf das Seil klicken, dass du das erstmal kaputt machst? Nee. Wie gesagt, deswegen würde ich hier gerne Schere machen. Ja, schon klar. Natürlich nicht. Das wäre ja zu offensichtlich. Aber sonst kann ich hier irgendwie gar nichts anklicken. Kannst du mit diesem Maß... Ist ja kein Lineal, das ist irgend so ein Dings hier am Rand. Irgendwas macht. Da liegt so ein kleines, so eine Spitze, kannst du auch nichts mitmachen. Also ein Spritzenaufsatz oder irgendwas. Eine Nadel. Ist die Nadel im Heuhaufen. Oh, guck mal, da ist ein Audioadapter. Großartig. Von 1 auf 2. Ah, guck mal, hier kann ich was machen. Wenn wir sowas hätten. Ah. Ach, natürlich kann ich das nicht mit der Schere machen, aber mit einer fast nicht findbaren. Rasierklinge. Klinge, ding, ding. Oh, hier sind, jetzt alle drin, weil die sind alle weiß geworden. Cool. Da ist die Zugwaage. Ahornflieger. Hast du nicht vorhin Flegel gelesen? Flieger? Nee, ich habe mich gefragt, was ein Ahornflieger ist. Das ist ein Ahornflieger, was vom Baum fällt. Genau. Und dann... Und da ist der Finger. Und wir kriegen einen Manometer, okay? Manometer. Und jetzt konnte ich noch den Metallstreifen einsammeln, wie du gesagt hast. Mit einem Manometer, wenn mich nicht alles täuscht, wird Luftdruck gemessen, glaube ich. Und ich will die Schnecke mitnehmen. Ich darf nicht. Oh. Huch, ein Schlüssel. Was ist denn das für ein Schlüssel? Ah, das ist für dieses eine Schloss mit den zwei Löchern, genau. Heißt das. Fachwort für... Na, Hauptsache, hat da gerade noch was geblinkt? Geh doch nochmal rein, aber da nicht. Da. War hier nicht gerade. Nee, doch nicht. War wahrscheinlich bloß die Maus, wie die sich jetzt zum Teil geändert hat. Siehst du, Schlüssel finden. Schlüssel finden. Da oben rechts blinkt noch was. Ja, und da ist auch noch was. Sie ist verschlossen, ich muss den Schlüssel finden. Für alles müssen wir Schlüssel finden. Ja, das geht ja. Und da geht's. Diese Gänge sind so lang, ich frage mich, wo sie mich hinführen werden. Das passt überhaupt nicht zum Bild. So, aber der Käfer, doch, dahinter ist noch irgendwas. Achso, aber der Käfer zappelt noch auf dem Glas, siehst du? Ja. Ein Schraubenschlüssel. Was ist das denn für ein Traubenschlüssel? Sieht fast mehr aus wie ein Korken. Korkenzieher. Können wir noch per. Wie eklig. Bäh. Was ist denn das für ein Gruselkeller? Tja, wie es aber in dem Gruselkeller weitergeht, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Was? Ja, sind schon wieder fast 20 Minuten rum. Aber die letzte Folge war 30 Minuten. Jetzt fängst du schon an wie die Zuschauer, weißt du? Aber, ja, dann machen wir noch weiter. Nein, bitte. Nein, ist schon okay. Ist schon okay. Ich höre schon auf. Jetzt in den Kommentaren bin ich jetzt der Böse, du bist die Liebe, weil du wolltest weitermachen, ich will aufhören und so ist das. Ja. Nee, finden bestimmt sowieso alle, wenn es du. Ja? Ja. Na gut. Aber hoffentlich spreche ich diesmal besser ins Mikrofon. Ich hänge jetzt voll auf dem Tisch, deswegen bin ich jetzt auch an die Maus gewechselt, damit ich besser ins Mikrofon spreche. Weil ich nämlich in der letzten Folge fast schon dran vorbeigesprochen hätte. Ja, es war teilweise sehr leise. Irgendwann am Ende hat man mich gar nicht mehr gehört und dachte so, oh, verdammt. Genau. Na gut, ja. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, gucken uns noch ein paar Wimmelbilder an, suchen Schlüssel, gucken, was wir mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben, anrichten können und... Ha, ein Seil, guck mal. Finden jetzt noch ein Seil. Also, hat ins Auge gestochen. Ein Seil. Gut. Dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Hoffen, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.